Guter Schuss. Hi, ich bin Chris. Ich begleite Sie durch die Geschichte von Hochtief. Eine Geschichte, die immer auch von der Zukunft handelt. Bessere Lebenswelten zu schaffen, das war und ist die größte Motivation für unsere Arbeit bei Hochtief. So wie hier in Hamburg. Wir haben die Autobahn A7 auf 6 und 8 Spuren erweitert. Und in Stellingen und Schnelsen mit Grünflächen überdacht. So bleibt der Verkehrslärm unter dem Deckel. Für die Anwohnenden gibt es Ruhe und für die Autofahrenden viel weniger Stress. Ganz einfach mehr Lebensqualität für alle. Im Hamburger Westen bei Altona setzen wir das europaweit wegweisende Lärmschutzprojekt weiter fort. Bei Hochtief gestalten wir die Zukunft des Bauens schon seit 150 Jahren. Meine Kollegin Anna gehört auch zu unserem Team. Stimmt. Von Anfang an hat Hochtief neue Baumethoden entwickelt und bahnbrechende Infrastrukturprojekte realisiert. Für immer bessere Mobilität und Verbindungen in aller Welt. Gerade realisieren wir zum Beispiel mehrere anspruchsvolle Brückenprojekte in Deutschland. Hier in Leverkusen verbessern wir aktuell mit der Brücke an der Autobahn A1 eine wichtige europäische Transitroute. Das bedeutet mehr Qualität und deutliche Entlastung auf der Strecke. In Deutschland sind heute viele Brücken der Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen. Sie müssen erneuert werden. Eine Menge Arbeit für die Brückenexperten von Hochtief. Dabei erleichtern digitale Neuerungen das Bauen enorm. Zum Beispiel beim Neubau des Western Sydney International Airport. Hier werden mithilfe digitaler Daten die Erdbauarbeiten absolut effektiv ausgeführt. Dazu haben unsere Kollegen von CPB Contractors eine digitale Lösung entwickelt. Intelligent Earthworks. Das Monitoring aller Baufahrzeuge in Echtzeit liefert eine riesige Datenmenge. Das Team analysiert die visualisierten Informationen und kann schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Damit wird das Gesamtrisiko von Projekten verringert und wir können sicherer arbeiten, Abfälle reduzieren und Nachhaltigkeitsanforderungen noch besser erfüllen. Harte Arbeit, technische Kompetenz und der Wille, immer wieder neu zu denken, das macht Hochtief aus. Energieprojekte haben bei uns schon eine lange Tradition. Weltweit hat Hochtief zum Beispiel große Staudämme errichtet. Alles Megaprojekte für die damaligen Hochtiefteams. Auch unsere heutigen Projekte zur nachhaltigen Energiegewinnung haben gewaltige Dimensionen. Die Entwicklung von neuen grünen Technologien bietet große Wachstumschancen für Hochtief. So bauen und betreiben wir im Rahmen der Energiewende in Australien riesige Solarkraftwerke wie hier in Taylor Bend. Unsere Kollegen von UGL haben hier auf mehr als 200 Hektar einen Solarenergiepark gebaut. Ein anderes topaktuelles Energiethema: Batteriespeicherfarmen. Zum Beispiel das Großprojekt Victorian Big Battery mit einer Kapazität von 300 Megawatt von UGL errichtet. Hier wird gespeicherte Solar- und Windenergie in das Stromnetz eingespeist. Großbatterien ermöglichen die zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energien. Solche Projekte unterstützen auch unsere klaren Konzern-Commitments zu mehr Nachhaltigkeit. Gesellschaftliche Veränderungen bringen immer auch neue Möglichkeiten für Hochtief. Noch ein ganz aktuelles Thema: die Umstellung vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb in der Automobilindustrie. Für die Massenproduktion von Batteriezellen entstehen weltweit neue Fabriken. In Deutschland bauen wir für den VW-Konzern die erste Batterie-Gigafactory in Salzgitter. Auch digitale Datenflüsse brauchen immer mehr Kapazität, also mehr und größere Rechenzentren auf der ganzen Welt. Unsere Kollegen von Turner haben gerade ein riesiges Datenzentrum in Iowa fertiggestellt. Indem sie während des Baus Kohlenstoffemissionen und Wasserverbrauch reduzierten, unterstützten sie die Nachhaltigkeitsziele des Bauherren Meta. Bauprojekte, die auf ihre Weise bahnbrechend waren, gab es bei Hochtief immer wieder. Seit der Gründung 1873. Heute errichten wir weltweit Gebäude für alle Lebensbereiche.
In Seattle bauen unsere Turner-Kollegen gerade ein besonderes Gebäude für tierische Bewohner. Mitten im Szeneviertel und direkt an der Uferpromenade entsteht auf 50.000 Quadratmetern ein neuer Ozeanpavillon. Eine logistische Herausforderung auf engstem innerstädtischen Raum. Die Kollegen von Turner setzen beim Bau des 1,3 Millionen Liter Beckens 3D-Scanner zur schnellen Kontrolle ein. Denn beim Bauen zählen Wissen und Erfahrung. Das sieht wirklich kompliziert aus. Passt alles? Ja, passt gut. Wichtig ist es uns bei Hochtief, Vielfalt zu leben. Auch dafür haben wir konkrete Ziele. Insbesondere mehr Frauen in technischen Berufen zu beschäftigen. Bei Green Buildings sind unsere Turner-Kollegen Marktführer. Das Spiral in New York ist ein solches nachhaltiges Gebäude. Mit seinen Terrassengärten eines der atemberaubendsten Hochhäuser in Manhattan. Und heute auch Sitz der Turner Zentrale, die den Kollegen ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. The Spiral steht für unsere Vision moderner Büroarbeitswelten. Beim Design bleibt der Mensch im Fokus. Natürliche Materialien und Grünflächen schaffen überall einladende Orte und ein gesundes Arbeitsklima. Die Arbeitsplätze verbinden die Teams und flexible Räume sorgen für eine Menge Dynamik. Das Herzstück ist das Work Café, ein Raum für informelle Treffen, Teamwork und Veranstaltungen. Wow, was für eine Aussicht! Zukunftsfähige Lebens- und Arbeitswelten mit moderner Infrastruktur, umweltfreundlich und belastbar. Dafür entwickeln unsere Kollegen von UGL hier in Sydney Steuersysteme für künftige Smart Cities. Hochtief gestaltet Zukunft mit der Erfahrung aus 150 Jahren. Heute stehen unsere Teams in aller Welt für Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Jeden Tag tragen Sie dazu bei, die Zukunft zu gestalten. Wir bauen die Welt von morgen. Wie schon seit 150 Jahren.